So, ich stehe hier am Stummplatz in Neunkirchen und hier der Eingang vom Saarparkzentrum, da war früher das Eingangstor zum Eisenberg. Da sieht man noch ein bisschen was. Und hier das Denkmal von Karl Ferdinand Stumm. Bei uns heißt der nur der Schlacke Karl. Und hier auf der anderen Seite der geschlossene Kaufhof. Steht leer. Hier ist morgens ein Verkehr, schlimmer als am Bahnhof. Hier sind die Schaufenster vom geschlossenen Kaufhof. Alles zu. Stummstraße 1. Hier war früher mal das Zentrum. Und wenn ich mir so umgucke, ist hier alles zu. Auf dieser Seite. Oder auf dieser. Weiter vorne. Viele Geschäfte sind bankrott. Auch hier sieht man wieder einen Eingang vom ehemaligen Kaufhof. Hier ist auch zu. So, hier ist auch gewissermaßen Lost Place, mitten in der Stadt. Sollte schon vor ewigen Zeiten abgerissen werden. Da war früher der Wienerwald drin und die Saarbrücker Zeitung. Und ganz vorne rechts noch ein Tabakladen. Hier direkt am Bliesufer. Nee, kein Hochwasser mehr. Hier kreist ein Helikopter. Das schauen wir uns jetzt mal näher an. So, jetzt stehe ich direkt vorm Eingang. Natürlich alles zu, klar. Wie ihr nachher sehen werdet, auf der Rückseite sind auch die Hintereingänge sind zugemauert. Und das Gebäude, das vergammelt jetzt hier. So ein Erker von dran. Die Bausubstanz wird halt immer schlechter. Betreten des Grundstücks verboten. Kann man leider nicht reingucken. Nur unten in die Geschäfte, da gibt es aber nichts zu sehen. Hier wächst schon Gras im Kannel. Und hier ist alles zugewachsen. Hier steht ein Fenster schief. Haben sie zugemauert, damit sich hier keine Obdachlosen ansiedeln. Muss ein bisschen aufpassen hier, wenn ich hier filme mit dem Handy. Das ist nämlich nicht gerade die beste Gegend hier. Da fehlt schon ein Stück von der Mauer. Hier alles zu. Auch hier, da ich nehme an, das war ein Parkplatz zum Gebäude. Die Eingänge auf der Rückseite sind zu, teilweise mit Holz, teilweise auch gemauert. Die Tauben haben das Gebäude jetzt. So, und direkt auf der anderen Seite, hinter der Blies,
Saarparkcenter, Parkplatz, also Tiefgarage und Parkhaus. Das war komplett überschwemmt und gesperrt unten beim Hochwasser. Davon ist mittlerweile nichts mehr zu sehen. Hier ist noch ein Parkplatz, der ist auch schon uralt. Auch hier ist so eine Art Vogelhäuschen an der Blies. So, auch von hier sieht man die Reste des Eisenwerks. Das ist der Hochofen, der Schornstein etc. So, und hier sieht man das Gebäude von hinten mit den ganzen Tauben auf dem Dach. Ich nehme an, da steht nämlich schon ein Auto, ein LKW. Hier sieht man schön das Eisenwerk, das da bereits angefangen wurde mit dem Abreißen. Zeit wäre es ja. Wie es hier aussieht. Hier hat jemand die gelbe Tonne durchwühlt. Schön. So, hier ist eine kleine Passage, die den Parkplatz mit der Innenstadt verbindet. Da kommt man in der Bahnhofstraße raus. Auch hier alle Geschäfte zu. Da waren früher so viele Geschäfte. Und wie es hier aussieht. Das hier, das war wohl das letzte, was hier drin war. Und hier alles mit Holz verrammelt, Scheiben eingeschlagen, natürlich Geschmiere überall. Die Graffitis sind immer zuerst da. Und hier oben an der Decke Spinnweben. Also hier bin ich schon als kleines Kind durchgegangen. Jetzt sieht es hier aus, naja.